Okay Leute, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Part. Betreten wir die Höhle des Grauens. Die Granithöhle. unsere Pokémon haben 13, 5, 5, 18 und 7. Okay, ja, wir haben jetzt den Orden von Forsterhafen, den Knöchelorden heißt der, glaube ich. Verdammt, da fehlt etwas. Moment. So, da war kurz was abgeschnitten, jetzt müsste es wieder passen. Ja, komm. Kämpfen wir mal gegen das Makuhita. Es fehlt auf der anderen Seite was. Moment. So, okay. Ein paar kleine Anpassungen während des Let's Plays. Setzen wir wieder Sandwirbel ein, um ja, um die Genauigkeit von Makuhita zu senken. Und greifen damit Zerschneider an. Ach verdammt, geht daneben. Zerschneide dieses Makuhita, ich sag's dir. Bam. Energy Focus pumpt sich auf, aha. Das interessiert mich wenig, denn du wirst zerschnitten. Okay. Und Erfahrungspunkte für den Kader. Braucht er die Erfahrungspunkte, die es kriegen kann? Ach komm, kurz vor der Leiter. Es ist ein Witz, oder? Zubat! Kein Gegner für den Kader. Den Kader hat fast das doppelte Level. Und von Zubat. Tja, Käfer auf Käfer auf Käfer. Boden ist normal effektiv. Ich dachte, es wäre nicht sehr effektiv. Naja. Und tschüss, Zubat. Okay, normalerweise müsste man jetzt Blitz ansetzen. Ich werde es hier allerdings auch machen. Okay, Blitz. Bringt zwar nichts, aber ich mache es einfach mal rein aufs Prinzip. Aha, Flummkiffer. Ich sag Flummkiffer, weil es ein kleiner Joke von mir ist. Den habe ich auch im Saphir-Let's Play gebracht. Eigentlich heißt es ja Flummkiefer. Okay, ich greife an mit einer, ja, mit einer Doppelkick-Attacke. Ich glaube, den Kader, bis den Kader des Flummkiefer besiegt hat, ist schon der Part halt vorbei. Das heißt, ich mach's schnell und schmerzlos. Gut, Flummkiefer hat man erledigt. Level up für Jungblut, Level 19. Gut, hier kommen wir momentan noch nicht hoch, dafür brauchen wir ein Fahrrad, was wir momentan leider noch nicht haben. Und hier ist ein Item da unten. Stalunia! Ach wie schön. Hab mich schon gefragt, ob ich es ins Team rein tue, aber ich möchte es nicht ins Team rein tun. Vielleicht im Smart Let's Play kommt es ins Team rein. Aber in diesem Let's Play kommt kein Stalunia in unser Team. Tut mir leid, Stalunia. Greifen wir dich mit Doppelkick an. Der erste Kick müsste ihn erledigen. Stalunia hat eine Vierfachschwäche gegenüber Kampf, weil es vom Typ Stahl und Gestein ist. Und tschüss. Ja, gut. Und es ist ein Pokéball. Toll. Wir haben mehrere Superbälle. Was wollen wir denn jetzt mit dem Pokéball? Abra. Abracadabra, Simsalabim. Ich fange jetzt dieses Aber, und zwar geschwind. Mit einem Superball. Und zwar muss ich jetzt sagen, Aber kommt in unser Team nicht rein. Ach verdammt, na ja, gut, es ist eh geflohen. Und es verpisst sich. Okay, ja. Hier oben, da ist eine Leiter da oben. Und hier oben auch. Sonst ist hier nichts mehr. Hier könnten wir Zertrümmerer einsetzen, aber wir haben noch keinen Zertrümmerer. Die kriegen wir erst später. Hier finden wir einen Ewigstein. Das ist ein Stein, das bewirkt, dass das Pokémon, das den Ewigstein trägt, sich nicht entwickelt. Und kurz vor der Leiter ein wildes Pokémon noch. Unglaublich. Stalunia! Okay, tschüss Stalunia, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Du siehst mir zu lieb aus. Hier was? Nein, okay. So, jetzt hier ist es hell im normalerweise, denn das ist hier wieder die erste Ebene. Zubat.
Was machen wir denn mit dir, Zubat? Ich hau ab. Ich weiß, wir müssen den Kalle trainieren, aber ich habe jetzt keine Lust dazu. Wir können den Kalle ja später noch ein bisschen trainieren. Ach komm, wisst ihr was? Ich kämpfe jetzt noch gegen die letzten Pokémon, die es hier gibt. Weil ich befürchte, dass ich überhaupt keine Lust habe, das den Kalle so trainieren und ja, dass es dann unterlevelt später ist. Ah, oh, ganz knapp überlebt und jetzt verwirrt, natürlich, natürlich, immer dasselbe. Immer dasselbe mit diesen Zubats. Und? Oh. Enttäuscht mich, Ninkada. Du enttäuscht mich. Jetzt komm, jetzt aber. Na also, super. Ninkada hat mal wieder einen guten Job geleistet. Und nähert sich seiner Entwicklung. Und hier ist Troll. Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénav. Wenn Trainer, die einen Pokénav besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Kevin übergibt Brief. Eigentlich müsste es heißen, den Brief, aber gut. Okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen. Um ihn mir zu bringen, ja, war Kinder leicht eigentlich, ich musste nur durch die Granithöhle. Ich muss nicht danken, ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. TM 47 erhalten. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga, das ist meine Meinung. Und ich muss mich jetzt aber wirklich beeilen. Und da haut er ab. Okay, Stahlflügel, können wir es irgendeinem Pokémon beibringen? Ich schätze mal Zubat, aber Zubat gehört ja nicht in unser Team. Ja, Zubat kann Stahlflügel, gehört allerdings nicht in unser Team. Ich habe allerdings ein Flug-Pokémon, aber wir können es nicht fangen. So, also ein Flug-Pokémon, das später in unser Team gehört, meine ich damit. Okay, jetzt hat man hier alles erledigt. Wir haben Troll den Brief zurückgebracht. Wir haben hier die Arena erledigt. Was können wir hier denn jetzt noch machen? Faustlaufen eigentlich gar nichts mehr. Jetzt müssen wir erstmal unsere Pokémon heilen, bla bla bla. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Graffit Port City. Wir könnten auch zurück nach nach Blütenburg City, um den EP-Teil abzuholen, den wir von dem Präsidenten kriegen. Oder erst die Divan-Waren abgeben. Divan-Waren, TM, EP. Ich mache erst die Divan-Waren und dann holen wir uns den EP-Teiler. Route 107. Auf nach Graffit Port City. Und der Schiffswrack. Und lauter weitere Trainer. So, hier sind wir am Strand angelangt. Ohol! Wir haben in Graffit Port City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Divan-Waren. Nein, ich kämpfe zuerst gegen diesen Matrosen hier. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Graffit Port City ist der schönste Hafen. Okay, wir kämpfen hier auf Sandebene, weil wir ja am Strand sind. Mach Hollow, Level 14. Guter Gegner für den Kader. Erstmal Sandwirbel. Wirbeln wir den Sand einfach mal in Macholos Gesicht. Und Fußkick. Eigentlich müsste jedes Pokémon Sandwirbel beherrschen, wenn es auf Sand kämpfen tut. Das wäre auch noch eine geile Idee, wenn man so neue Attacken sich einfallen lässt, die sich der Umgebung dann anpassen. Also wenn man zum Beispiel in der Höhle kämpft, dass man dann mit einem Felsen auf den Gegner schmeißen kann. Oder im Wasser, wenn man auf dem Wasser surft, dass man dann den Gegner irgendwie nass spritzen kann. Naja. Sandwirbel. Ich senke so weiter deine Verteidigung, bis es nicht mehr geht. Ey, Quatsch, deine Genauigkeit und dann setze ich Härten ein. Um meine Verteidigung noch weiter zu erhöhen. Ja, und dann gehe ich in den Angriff wieder mit Blutsauger vielleicht, wenn es noch wenig KP haben sollte. So, ich wohl einmal Sandwirbel geht noch. So, und jetzt setze ich Härten ein, 2, 3 Mal. Ja gut, dann jetzt drei bis viermal, weil Silberblick eingesetzt hat, das gleichen wir das Ganze wieder mit Härten aus. Ach ja, ich habe übrigens leider immer noch nichts gefunden, wie ich das fixen kann. Hab auch ein bisschen gegoogelt, nichts gefunden.
Naja. Ja, okay, setze ich noch zweimal Härten ein und dann war's es. Wenn noch ein Silberblick kommt, dann setze ich halt einmal Härten noch zusätzlich ein. Okay, die Attacke traf nicht. Jetzt kommt noch einmal Härtner. Und dann greife ich an mit Blutsauger, bis ich wieder 33 KP habe. Ich muss aufpassen, der hat Energiefokus eingesetzt. Jetzt ist eine höhere Trefferquote. Ja, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Käfer gegen Kampf. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ach, wisst ihr was? Das bringt es doch gar nicht, oder? Die paar KP da, die rentieren sich doch gar nicht. Ich glaube, ich greife jetzt lieber mit Zerschneider an, denn diese KP verlieren wir jetzt eh sowieso. Also Zerschneider. Oh Gott, das sieht ja gar nichts ab. Naja, positiv denken, wir kriegen dann sehr viele Erfahrungspunkte. Und Karate soll es nicht schaden. Oh Gott, Volltreffer. Na gut, Karate-Schlag hat eh eine hohe Volltrefferquote. Und wenn man das mit Energiefokus kombiniert, dann ist die Chance, in einen Volltreffer zu landen, sehr hoch. Oh Gott, das ist wahrscheinlich wieder ein Volltreffer, oder? Ne, diesmal nicht. Diesmal hatten wir Glück. Und, ah, knapp. Knapp, aber jetzt kriegt Macholo den Todesstoß. Und Macholo ist down und den Kader erreicht Level 14. Lernst du eine neue Attacke? Ich schätze mal, jetzt wären es Kratzfolie. Ah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay, welche Attacke verlieren wir denn jetzt? Ich wäre für... Was wollen wir denn verlieren? Blutsauger? Wollen wir Blutsauger verlieren? Ja, komm, Blutsauger bringt es gar nicht mehr so richtig. Ist zwar eine Käferattacke, aber egal. Du bist der Beste. Danke. Das lese ich auch immer in manchen Kommentaren von euch. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Das schenke ich dir. Pudersand erhalten. Na toll. Und was bringt das? Stärke von Bodenattacken. Haben wir eine Bodenattacke? Nein, noch keine. Haben wir ein Boden-Pokémon? Ja, wir werden ein Boden-Pokémon im Team haben. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich bin durstig. Ich könnte mir im Strandhaus etwas Sprudel kaufen. Ja, dann mach's halt. So, Plansche. Der hat wahrscheinlich nur ein kaputtes Plansche kann. Okay, Xigzag sollte nicht allzu schwer sein, wobei dieses Xigzag kann Surfer, das weiß ich. Jetzt ist mir gerade eingefallen, deswegen sollte ich wechseln, denn den Kader ist ja vom Typ Boden. Er greift allerdings mit Kopfnuss an. Gut, Blitz. Warum habe ich Knilz eingesetzt? Kann es mir jemand sagen? Warum habe ich Knilz eingesetzt? Oh Gott, ich bin nicht ganz aufmerksam gerade. Ja, komm, das bringt's jetzt auch nicht mehr. Soll ich dich jetzt ein bisschen blenden? Ja, ihr seht, dieses Zigzag kann Surfer, ganz wie ich es gesagt habe. So, ich senke jetzt die Genauigkeit von Zigzag bis ins Geht nicht mehr. Auch wenn ich eigentlich Logo hier. Ich meine, Jugendblut eigentlich einsetzen könnte. Doch immer. Ach komm, ich setze jetzt gleich Jungblut ein. Dann kriegt Knitzi Erfahrungspunkte vielleicht, aber ist ja egal. So, und wehe, der Doppelkick trifft jetzt nicht, dann bin ich gut. Ciao, ciao, Xigzaxi. Xigzax läuft im Xigzax. Ja, Knitz hat ein Level up. Wollte man gar nicht, aber naja. So, stellen wir mal diesen Matrosen hier. Schleichen wir uns von hinten an und überraschen ihn. Oh, verdammt, geht nicht. Okay, dann vorne Seite. Kämpfen mit mir. Ja. Hey, Matrose, was suchst du hier? Solltest du nicht auf meinem Schiff sein? Faule Sau. Kratzfuhl. Wingal. Das ist das Pokémon, was wir in diesem Metaflow-Tunnel gerettet haben.
ist vom Typ Flug und Wasser. So, das ist keine Ackerknarre. Keine Ackerknarre, Wingal. Ich warne dich. Danke, sehr schön. Ich liebe dich, Wingal. Du bist das beste Pokémon der Welt. Nicht. Und wie immer sauknapp, ne? Ist immer dasselbe, wenn ein Pokémon, ein schweres Pokémon von mir, ein Pokémon killen will, das stärker ist, der wird es auch immer ganz knapp besiegt. Oder fast immer. Okay, jetzt muss Jungglut alles erledigen, weil wir keinen Beleber haben. Ich schaue schnell, ob wir einen Beleber haben. Nee, leider nicht. Schnabel. Boah, wenn der jetzt getroffen hätte, dann wäre ich mehr als angepisst. Schnabel. Ich glaube, es hat sich noch wobei Protzer bringt es nicht. Momentan sind wir auch ganz schwach gegen Wasserattacken, fällt mir jetzt auf. Fällt mir jetzt auf. Dann müssen wir jetzt mehr was dagegen tun. Okay, Schnabel und Macholo ist sofort down. Flug gegen Kampf ist sehr effektiv. Was? Hat überlebt. Oh mein Gott. Macholo scheint sehr viele Verteidigungspunkte zu haben. Okay, Macholo hätten wir erledigt. Und ja, den Trainer ebenfalls. So, dann holen wir uns schnell diesen Superball ab. Oh, Superball, hier, da. So, jetzt heilen wir uns an den Kader. Ich möchte jetzt ungern mit ohne in den Kader hier antreten. Und dann, ja, nachdem wir alle erledigt haben, schauen wir uns die Stadt an. Das wird aber vielleicht sogar im nächsten Part ist sein. Ach so, ein Strand. Ist ganz wunderbar. Erinnert mich an Türkei. Ich war ja mal in Türkei. Hat man richtig schön, schönen Sandstrand. Ah, wunderbar. Wie ein Traum alles. So wie hier. Das Wasser in diesen Breiten ist sauber. Aber ich sammle immer mit meinem Zigzag den Müll am Ufer auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt in die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Mann, du bist aber heikel. Komm, ein bisschen Schmutz hat an niemanden geschaltet. Und da versteckt sich ein unter dem Sonnenschirm. So ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Nein. Okay, Planscherin oder wie auch immer. Lola. Ein Normal-Pokémon. Azurill. Die hat wahrscheinlich Azurill, Meryl und Azumeryl. Aber Azurill ist kein großer Gegner, kann wahrscheinlich nur so Charme-Attacken oder sowas. So, ja, wie gesagt, kein großer Gegner für uns. Oh, fuck! Blubber! Ich hätte es mir denken können. Oh, ja, pff. Ja, gut, zieht er überhaupt nichts ab. Ich habe mich zu Unrecht aufgeregt gerade. Oh, Blubber! Ich habe Angst. Nicht. Da kommen jetzt aber krass Folie. Und Azura hätten wir erledigt. Na verdammt, einmal hätte es doch noch machen können. Faul ist in den Kader. So, Zerschneider. Tschüss Azura. Und was jetzt kommt. Was jetzt? Zwei Azura ist dieser. Ja, okay. Hier einen Azuma zu bringen wäre auch ein bisschen zu früh. Ja gut, es ist nur ein Blubber, wie gesagt, also Blubber ist keine große Gefahr für den Kader, es sei denn, es ist ein Volltreffer. Ah, ich hätte meine Klappe halten sollen. Zerschneider. Na, was meint ihr, schafft den Kader es noch? Oder wird den Kader von Azurill besiegt werden? Okay, das hat hier 4 KP abgezogen, glaube ich. Ich glaube, den Kader wird es schaffen, wenn es kein Volltreffer wird. Kein Volltreffer, ich warne dich. Ich liebe dich, Azura. Du bist das beste Pokémon. Ich tue dich ins Team rein und dann werde ich dich verprügeln. Mit meinem Baseballschläger. Obwohl ich gar keinen Baseballschläger habe, aber ich sag's einfach nur so, damit es cool wirkt. Volltreffer. Okay, schnell vergessen diesen Kampf. Die hat man besiegt. Und sie ruft nach ihrer Mami. Wahrscheinlich, weil wir ihr mit einem Baseballschläger gedroht haben. Oh. Volltreffer.
Also gut, jetzt müssen wir wegen dem Volltreffer nochmal schnell unsere Pokémon heim, bla 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 bla. Okay, hier sind wir wieder, ich habe es gespeedet. Haben wir alle Trainer erledigt? Haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Unserem Sonnenschirm sind, glaube ich, noch ein paar. Glaube ich zumindest. Also man sollte hier genau schauen, hier können sich Trainer verstecken im Smart. In der Smaragd-Edition können hier besonders hinterlistige Trainer versteckt sein. Ja, ich glaube, wir haben sie hier sogar alle Trainer erledigt, okay. Jo, Trainer, seid ihr in Eile? Müsst ihr wieder fort? Erfrischt euch doch an Papas Ort. Ach, wie cooler Spruch. Halt, Moment, erstes Schild lesen. Strandhaus. Mögen heißen Kämpfe in heißen Sand stattfinden, heiße Trainer willkommen. Okay, hier sind nur drei Trainer. Sprechen wir jetzt erst mit dem Typen hier. Ich bin der Besitzer des Strandhauses. Du kannst Mr. Mehr zu mir sagen. Heißen Pokémon-Kämpfen zuzusehen, liebe ich über alles. Zeige mir, wie heiß dein Herz lodert. Wenn du alle Trainer besiegen kannst, werde ich dich belohnen. Okay. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lauteren Trainer als mich. Okay, hier ein bayerischer Matrose. Obwohl Bayern gar nicht am Meer liegt. Fail. Okay, ich riskiere es jetzt nicht mehr. Ich kämpfe jetzt nicht mehr mit meinem Bodenkäfer gegen einen Wasserflug-Pokémon. Nee. Da braucht nur eine Flug- oder Wasserattacke kommen und den Kader ist dead. Das riskiere ich jetzt nicht mehr. Superschall. Ich hasse Superschall. Es ist Superschall. Ich trete dich zu Apfelmus und dann werde ich dich essen. Ich habe vorhin gerade einen Apfelmus gegessen. Der war lecker. Deswegen sage ich jetzt Apfelmus. Jetzt komm, du wirst dich doch jetzt nicht von einem Lebengeil besiegen lassen, oder? Ich meine, du bist ein Jungglut, Level 20 inzwischen schon. Oder wird's ein Level Up? Bestimmt, ja. Ja, das wird ein Level Up. Level Up und ja, Level Up. Level 20. Braucht noch 16 Level für ein Logok. Macholo. Viele sagen auch Macholo, aber es heißt Macholo. Und tschüss, Macholo. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Tintocho. Ich kann es nicht gegen den Tintocho, denn Tintocho kann er angreifen mit der Superschall. Ach, ich komme, ich wechsle jetzt mit Nincada. Ich kämpfe jetzt mit Nincada. Nincada ist eine gute Wahl. Nincada ist eine gute Wahl für unsere Mafioso-Bande, für unsere Familie, ne? Und ich greife jetzt an mit dem Zerschneider, denn der Zerschnitten muss ein bisschen zerschnitten werden, damit er ein bisschen die Klappe hält, ne? Ah, Giftstachel. Nicht vergiften. Brav. Nicht vergiften, ich hab's gerade gesagt. Nicht vergiften! Und? Oh, gut. Nicht selbst verletzen, nicht selbst verletzen. Es wirkt. Meine Mafioso, meine Einschüchterungen funktionieren immer. Ich habe gute Quellen, um zu bringen, den Kater, dass sie nicht selbst verletzen, ne? Nicht selbst verletzen, den Kater. Ich gehe sich sonst sehr, ja, gut. das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. Boah, den Kader ist schwieriger zu trainieren, als ich dachte. Aber immer noch leichter ist Carpador. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurig heiße Kämpfe, aber stählen Trainer und Pokémon. Wir brauchen unbedingt den EP-Teiler. Damit sich unser Linkade entwickeln kann. Goldini. Kann Schnabelattacke. Aber ich greife trotzdem an. Sonnenwirbel. Und? Rotenschlag. Toll. So, Sonnenwirbel. Tun wir ein bisschen die Genauigkeit senken. Superschall. Zum Glück gegen die Attacke daneben. Naja gut, mit minus 2 gesenkter Genauigkeit ist es schwierig, dass mit minus 2 gesunkenen Genauigkeit ist die Chance, dass Superschall trifft, noch niedriger.
etwa so genau, ungenau wie eine Gefissurattacke. So, ich glaube, den nächsten Part werde ich mit Webcam machen, spaßeshalber. Mach ich Lust mal auf Webcam wieder habe. Ich habe mir eigentlich, ja, ich wollte eigentlich das Let's Play mit Webcam komplett machen, aber ich weiß nicht, am ersten Part hatte ich nicht so Lust auf Webcam. Das heißt, ja, deswegen habe ich damals ohne Webcam gemacht. Vielleicht werde ich es auch so machen, dass wir das ganze Let's Play mit Webcam machen werden. Wenn ich es wollte, dann schreibt noch einen Kommentar. Super Schall. Okay, jetzt greifen wir an mit Kratzruhe. Ein bisschen ritzen hier. Na, das sieht ja gar nichts ab, naja. Immer noch mehr als Zerschneider, glaube ich. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Tja, der Superschall trifft überhaupt nicht mehr. Wir haben die Genauigkeit minus 6 gesunken und Superschall hat eben noch eine niedrige Trefferquote. Also ist, glaube ich, die Chance, dass Superschall trifft 10%. Schätze ich einfach mal. Wir könnten jetzt noch unsere... Ja, wir können jetzt noch unseren Kader noch untreffbarer machen, indem wir noch Doppelteam unseren Kader beibringen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu übertrieben. So, Nikala hat nicht mal einen Kratzer abbekommen gegen Goldini. Das war brandheiß. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind, aber heute bloß nicht los. Okay, das werde ich nicht. Ich werde eher sowieso nicht verlieren. Plancher Simon, Elton vs. Simon. Und wieder ein Azurill. Nein. Ich habe schlecht. Ach komm, hier ist Azurill da. Das hatten wir doch schon mal, oder? Und am Ende ist mein Kader draufgegangen. Aber dieser Blubber wird ihn nicht mit einem Volltreffer erwischen. Denn mein Kader hat dazu gelernt. Seit dem letzten Kampf ist es viel stärker geworden. Ah, jetzt haben wir sogar einen Volltreffer gelandet. Das war jetzt die Revenge. Soll es ein Scherz sein? Und Arrivederci, Azurill. Level up? Kein Level up, schade, wäre schon gewesen. Was kommt jetzt? Es kommt sein großer Bruder Meryl, okay. Komm, Kratzvogel. Meryl ist zwar stärker als Azurill, aber ich glaube, Meryl ist auch noch zu schlagen. Und wenn nicht, dann wechsle ich wieder. Ich glaube, das wird ihn jetzt killen, oder? Ah, zieht zu viel ab, ich wechsle. Ich wechsle zu Jungblut, mal wieder. Er tut sich einigeln. Er wird seine Verteidigung. Aber er schützt ihn nicht vor meinem Doppelkick. So. So schnell kann es gehen, Meryl. Und damit haben wir auch alle drei Trainer in diesem Strandhaus besiegt. Ich habe verloren, aber ich heule nicht. Bist du sicher? Wenn ich doch eins meiner Pokémon... Was? Wenn doch nur eins meiner Pokémon wüsste, wie man mich über das Wasser tragen kann, dann werde ich diesen ollen Schwimmreifen los. So, es gibt mir die Sprudelflaschen. Du bist brandheiß. Die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel erhalten, ja. Gut, dann haben wir auch diesen Strand erledigt. Und ich würde sagen, damit ich diesen Part jetzt ist auch perfekte Zeit. Jetzt sind wir bei 29 Minuten. Dann schauen wir uns den nächsten Part die Stadt an. Und schauen nach, was Team Magma hier an diesem Gebäude hier vorhat. Also, ja, dann verabschiede ich mich wieder für diesen Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Ciao.